Ein Change im Unternehmen ist nie einfach. Das ist zumindest meine Erfahrung. Alle Projekte, die wir machen, haben einen Change-Charakter. Aber bei Littlebit scheint das sehr, sehr gut funktioniert zu haben, weil wahrscheinlich die Führungskräfte voll dahinter waren, aber eben auch eine Champions-Organisation installiert wurde, die ja, seinesgleichen vielleicht sucht. Und in diesem Zusammenhang sind wir hier bei Littlebit. Wunderbar, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Bei dir, lieber Jochen Bless, COO von Littlebit und Verantwortlicher für diese digital erfolgreicher Arbeiten-Initiative. Liebe Jochen, schön bist du dabei. Was dürfen wir über dich und über die Unternehmung Littlebit erfahren? Erstmal herzlich willkommen, Saskia, herzlich willkommen, Patrick. Okay. Freut mich, dass wir euch heute da haben. Über mich, seit 5 Jahren als Littlebit-Mitarbeiter an Bord, mittlerweile COO, verantworte das Thema IT, das Thema Logistik hier und einen guten Teil des Finance. Und bin als Teil der Konzernleitung natürlich mitverantwortlich für Change-Projekte, die bei uns stattfinden. Und vielleicht ein paar Worte zu Littlebit. Wir sind IT-Distributor, wir verkaufen IT-Komponenten an Reseller und man müsste meinen, wir kennen uns perfekt mit Software und Hardware aus, aber nein, haben uns dafür eure Hilfe gesucht, um das Projekt miteinander hier durchzuführen. Mhm, super, danke vielmals, liebe Jochen. Kommen wir zu Saskia, eine verdiente Coach und Consultant von iTrust, schon viele Projekte erlebt, 3 Jahre schon mit an Bord bei iTrust und genau. Deine Rolle in diesem Projekt, dir stehen ja alle Lorbeeren, zumindest unsererseitige Lorbeeren zu. Vielleicht gibst du einen kleinen Einblick, was du gemacht hast, für was du verantwortlich warst da in diesem Kontext. Ja, klar. Also ich durfte Jochen und André und seine ganze Crew mehr von der Seite Mensch her begleiten. Also ich bin ja auch nicht der IT-Spezialist, also der typische Techie. Sprich, ich habe da mehr die Finger im Spiel gehabt bei Sachen wie Workshop-Verhaltenskodex, Workshop-Change oder dann auch das ganze Coaching, wo ich ja, mithelfen konnte. Also schauen wir mal an, wie die Ausgangslage war, lieber Jochen. Also wir kamen in diese Unternehmung und warum kamen wir überhaupt hierher und was war überhaupt das Vorhaben, was war der Status quo? Wir machen regelmäßige Mitarbeiterumfragen, um einfach zu gucken, was bewegt die Mitarbeiter, wo können wir was tun. Und haben in den Umfragen, bevor wir das Projekt gestartet haben, immer mehr festgestellt, ja, wir haben Transparenz, wir haben viele Systeme, man kann alles Mögliche ablesen, aber es waren 1000 verschiedenen Orten da. Kommunikation ist da gewesen, aber wir haben es nicht geschafft, die Kommunikation wirklich zu den Leuten zu bringen. Es ist viel in Silos kommuniziert worden, unterschiedliche Teams auf unterschiedlichen Plattformen kommuniziert. Und jeder hat so ein bisschen seine Toolwelt ausgesucht. Und was wir festgestellt haben, das hat die Leute immer mehr gestresst. Es war mehr Information da, es war ständig, Device 1 blinkte, Device 2 blinkte, Mitarbeiter, kann ich mich noch gut daran erinnern, hat in den Interviews gesagt, bei mir blinkt es durchgängig wie an einem Weihnachtsbaum. Ja, genau. Und das war für uns so der Call to Action zu sagen, ja. Information ist gut, es wird immer gefordert, viel zu kommunizieren, die Informationen da zu haben, aber uns einfach mal zu hinterfragen, was ist unsere Informationspolitik, wer soll was, wie, wo sehen können und vor allem, wo wollen wir es sehen und was muss in der Kommunikation auch in welchen Reaktionszeiten entsprechend bearbeitet werden. Und wenn man dann startet, selbst Interviews zu führen, dann merkt man, man guckt einfach über die falsche Brille dort rein und sagt, okay, wir brauchen externe Hilfe, das können wir nicht selber und sind dann auf die Suche gegangen und haben glücklicherweise euch dazu gefunden. Okay, das ist spannend. Also wir haben diesen Arbeitsweise-Check abgemacht, also wir sind zu den Leuten gegangen, wir haben die befragt und versucht zu hinterleuchten und diese Hebel zu identifizieren, das war der Ursprung. Ja. Was ist dir noch geblieben von dieser Thematik? Also dieser Weihnachtsbaum offensichtlich, die siloartige Kommunikation, ich gehört. Aber der Weihnachtsbaum an? Und ja. Ich war einer der ersten, der interviewt wurde und ja, vielleicht wenn man für die Systeme mitverantwortlich ist, sieht man das immer ein bisschen durch die rosa-rote Brille. Findet nicht so viele Punkte, wo man sagt, na, das läuft komplett falsch. Und als wir dann die Antworten gelesen haben, ich habe eigentlich keine Antwort gesehen, die aus der Zusammenfassung von der Saskia kam, wo ich nicht gedacht habe, ja, doch, recht haben sie. Ja, okay. Und dann merkt man eigentlich, wie der eigentliche Zustand des Patienten ist. Und dann Sollzustand, das ist ja mindestens so wichtig für die Analyse, dass wir ein gemeinsames Bild, wohin wir uns bewegen wollen, dass wir das miteinander skizzieren. Was war das oder ist das für euch, für Littlebit? Sollzustand ist für uns eigentlich gewesen, zum einen weg von vielen Plattformen, von unterschiedlichen Informationstools hin zu einem Medium. Das ist Teams für uns geworden. Und im Bereich der Ablage hin zu einem Ablageort, das ist SharePoint für uns gewesen.
Das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice ist ein wichtiger Punkt gewesen, der gerade 2019, 2020, als wir das Projekt gestartet haben, natürlich mit Covid auch immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Dort hatten wir erste Ansätze, hatten auch, glaube ich, mental schon die Freiheit zu sagen, wir wollen das, wir können das und wir erlauben das. Haben es technisch aber nicht vollumfänglich abgebildet. Und haben uns dann mit allen Direktoren zusammengesetzt und auch mit Mitarbeitergremium zusammengesetzt und haben versucht, diesen Zielzustand gemeinsam mit euch zu entwickeln. Und es ist für uns auch ein wichtiger Punkt gewesen, immer wieder die Mitarbeiter mit reinzunehmen in die Abstimmung, nicht zu sagen, was wollen wir von oben, sondern was wollen wir als gesamte Organisation, wie glauben wir am besten zusammenarbeiten zu können. Mhm. Kannst du noch ganz kurz skizzieren, wie die Organisation auch mengenmäßig, vielleicht auch standortmäßig aufgestellt ist und wir in die Dimension spüren? Wir sind heute etwas mehr als 200 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte davon arbeitet im Logistik- und Produktionsbereich. 100 Leute, die in der Schweiz arbeiten, über zwei Standorte. In Deutschland haben wir einen großen Standort mit etwa 80 Leuten. Und in Benelux und Österreich jeweils Standorte mit 10 Leuten. Okay, gut. Also Sollzustand, alle diese Leute sollen auf Teams und SharePoint sich bewegen, natürlich neben anderen Business-Applikationen, aber die Office-Produktivität soll da stattfinden offensichtlich. Und das war dann der Start in die Umsetzung. Aber vielleicht, bevor wir da reintauchen, Saskia, was ist dir in diesem Projekt speziell geblieben? Was ist da, was war speziell? Ja, gute Frage. Also zu Beginn mag ich mich noch gut daran erinnern, als wir unsere Präsentation da bei euch im Sitzungszimmer hatten, also von der Analyse, von dem Arbeitsweise-Check-up. Und am Schluss war eine schöne Stimmung. Also es war nicht kritisch uns gegenüber, sondern wirklich auch offen. Und es war da schon so die Energie, hey, lass uns zusammen das angehen, das ist ein Riesenprojekt, wir schaffen zusammen Großes, let's go. Und das war irgendwie, ist mir gut geblieben. Auch kurz darauf habt ihr uns ja noch eingeladen zu eurer Tagung nach Wals. Ja, und wir waren da wirklich ein Teil von euch, super gut aufgenommen worden und das ist mir irgendwie so präsent geblieben. Ja. Ja, das ist interessant. Ja. Man merkt es schon, wenn man mit Jochen spricht. Sehr viel Aufruf, viel Energie drin. Oder? Ja. Und das scheint sich da durchzuziehen. Das ist schon eine gute Ausgangslage, wahrscheinlich, um einen solchen Change anzustoßen. Ne? Vielleicht lassen wir uns kurz auf diesen Change ein. Was waren die Eckpfeiler um dieses Zielbild? Natürlich müssen wir die technische Infrastruktur bereitstellen, das richtig strukturieren etc. Aber dann die Leute mitnehmen, das ist ja der Kernpunkt. Was sind da die wesentlichen Eckpfeiler seitens Littlebit gewesen, die marschentscheidend waren? Zum Ersten, dass ihr uns immer wieder aufmerksam darauf gemacht habt, das ist nicht nur eine technische Veränderung, die wir hier durchführen, sondern das ist einfach etwas, was auch im Kopf der Mitarbeiter passiert. Also uns immer wieder, ich sage schon fast, ermahnt habt, das nicht zu vergessen, in der technischen Umsetzung den Mensch dann auch mitzunehmen. Und da sind früh dann auch die Punkte gekommen zu sagen, wir müssen den Plan eigentlich teilen, wir müssen den technischen Teil mit euch umsetzen. Das habt ihr ja auch schön in der Organisation abgebildet, zu sagen, der eine Teil der Leute kümmert sich um den technischen Teil, der andere um den Mensch und führt das immer wieder miteinander zusammen in den einzelnen Meetings zu sagen, haben wir an den Mensch gedacht, haben wir an die Technik gedacht. Und das haben wir ein Stück weit versucht zu kopieren und sind mit den Führungskräften auch in beide Themen reingegangen und gesagt, okay, wir müssen, wenn wir wollen, dass das funktioniert und wir eine breite Akzeptanz haben, die Leute mitnehmen und dass die Leute, klar, sie sehen erstmal eine Umstellung, das ist das, was eigentlich keiner haben will, das ist schwieriger, das geht erstmal langsamer, ich muss mich an was Neues gewöhnen, aber wir müssen einfach damit argumentieren, wo ist der Vorteil, den du am Ende des Tages, nachdem du durch dieses Tal gegangen bist, hast, was ja auch klassisch in der Change-Theorie ist, dass ich erstmal in dem Tal der Tränen bin und dann nachher dort raus muss. Und haben versucht, auch dort jedem klarzumachen, welche Teile gibt es, wann gehen wir in welche Teile rein, was sind die Tools, um aus dem Tal dort rauszukommen. Und haben dann schnell versucht zu sagen, wo sind die Low-Hanging-Fruits, wo können wir den Leuten schnell zeigen, dass das jetzt eine Veränderung reingibt. Und das Schöne ist, dass Teams und die ganze Videotelefonie während Covid dann natürlich geholfen hat, dass jeder in das Teams rein musste. Also es gab eigentlich keine Wahl zu sagen, hey, ich mache das nicht, dann hätte ich mit keinem Kunden, mit keinem Lieferanten mehr sprechen müssen. Also gab es so eine gewisse natürliche Bewegung dann dort rein. Und das Schöne ist, dass das Thema ja so viele Facetten hat, dass jeder für sich auch schnell was finden kann, um das zu machen. Und am Ende kam von euch, glaube ich, der Vorschlag der Digital Champions oder der Ideen, was können wir tun, damit wir die Leute noch stärker mitnehmen. Und der Digital Champion bei uns ist jemand, der aus der Mitarbeiterschaft kommt, aus den Teams kommt. Wir haben insgesamt 8 Freiwillige gesucht, die gesagt haben, ja, wir möchten das machen, wir möchten tiefer eintauchen, wir möchten mehr Know-how dort auch rausnehmen.
Und die Leute haben wir während des kompletten Einführungsprozesses halt mit reingenommen, haben gesagt, okay, auf Augenhöhe, Kollege zu Kollege, kommt dann das, der zusätzliche Input. Das ist nicht eine Schulung, die wir von oben herab machen, um zu sagen, wie musst du es tun, sondern eher eine Möglichkeit, ich kann den Kollegen fragen, wie kann ich es denn auch tun? Und das ist bei unseren Mitarbeitern sehr, sehr gut angekommen. Und wenn wir heute sehen, wie stolz die ihren Button-Champion hier auf der Brust tragen und durchs Unternehmen gehen, das ist schon cool. Und wir haben eine eigene Energie entwickelt, auch Dinge rauszufinden. Ja, vielfach gibt es ja Updates über Updates. Du berichtest ja regelmäßig in Teams darüber. Ja. Und das sind die ersten bei uns, die das ausprobiert haben, geguckt haben, wie funktioniert das. Dann einzelne Beiträge intern schreiben. Wo kann man noch was Neues machen? Wo gibt es eine neue Funktion? Worauf haben wir schon gewartet? Was müsst ihr unbedingt ausprobieren? Und so hat es so eine Eigendynamik angenommen, sodass wir von oben wenig jetzt schieben müssen heute, sondern die Leute einfach Stück für Stück dort durchgehen, ihren Champion fragen und die Champions unter sich auch immer wieder Dinge ausprobieren. Das ist sehr interessant, weil viele Unternehmen, die wir sehen, die strugglen, also richtig ein Kampf mit diesen Champions, weil es ja ein indirekter Kanal ist, oder? Und was ist dir aufgefallen bei diesen nur 8? Ich finde jetzt von Außensicht, 8 ist eher bescheiden für 200 Ungrad Leute, aber egal, wenn die gut funktioniert, spielt keine Rolle. Was ist dir geblieben diesbezüglich? Ich fand es noch spannend. Ich hatte natürlich einen Vergleich, ein bisschen und eine Erwartung, wie das sonst so abläuft. Und war recht erstaunt, weil die waren wirklich motiviert. Und das hat man auch gesehen. Wir haben ja auch noch alle Head-Offs, also alle Führungskräfte gecoacht, direkt mit uns. Und dann noch die Champions von uns ausgebildet. Und das war ein Riesenunterschied, also von den Führungskräften dann zu den Champions in Sachen Motivation. Ja, und für mich war es schön zu sehen, dass auch in den Feedbackräumen anschließend so viele Fragen kamen. Und ich glaube auch, dass das schon ein bisschen auch dir und André geschuldet ist, weil, so wie ich gehört habe, habe ich das auch einfließen lassen in die Mitarbeiterbeurteilung und habe das wirklich so als ganzheitliches Konzept und wie als neue Rolle für diese Person aussehen lassen, sodass die auch wirklich Lust darauf hatten, sich da reinzuhängen und ihren Kollegen und Kolleginnen das beizubringen. Aber 8 war auch eine bewusste Thematik, zu sagen, nicht jeder, der sich meldet, kann es werden. Wir haben die 8 dort reingenommen, haben ein bisschen geguckt, wer bringt welche Motivation mit, und wir hatten deutlich mehr, die es machen wollten. Und haben dann gesagt, krass, die 8 Besten nehmen wir rein. Also musste ich schon bewähren, um in den Kreis dort reinzukommen. Deswegen, okay. Echt jetzt? Ja. Das ist aber cool, das ist interessant. Wir haben 15, 16 Leute nehmen können und haben dann 8 genommen. Wie waren die Kriterien? Ein bisschen Verteilung über die Abteilungen und über die Standorte. Und zwar wichtig, dass es in jedem Land mindestens einen gibt, weil viel findet dann auch am Arbeitsplatz statt und du kannst direkt darauf gehen. Dass es aus allen Abteilungen Leute gibt, weil es gibt ja unterschiedliche Anforderungen. Wir haben ja noch viele Software-Tools, die in der Produktion oder im ERP dort nebenlaufen, dass wir Leute haben, die einfach sagen können, okay, da brauchen wir einen Anschluss, da brauchen wir einen Zusammenschluss, da transportieren wir bestimmte Dinge rüber. Dass wir also thematisch auch Experten dort gebildet haben, und das war für uns so die Anzahl, wo wir sagten, da können wir es gut abdecken, da können wir es machen. Ja. Okay. Und ich wollte noch kurz zurückfragen, das war etwas, ich bin nicht ganz sicher, wie du das gemeint hast. Ein großer Unterschied der Motivation von den Führungskräften zu den Champions. Wo war die Motivation größer? Ja, also man hat gespürt, dass es bei den Champions war die Motivation viel größer. Okay, okay. Also okay. Bei den Führungskräften, und das war übrigens auch noch spannend im Change-Workshop, da hat so ein bisschen ein Wandel stattgefunden. Also es waren nicht alle Führungskräfte von Anfang an da gleich mit dabei. Da war es auch ganz wichtig, dass André und du noch dabei waren und immer wieder betont habt, wie wichtig dass dieser Weg für uns ist und dass hier jetzt auch alle top-down dann das vorleben. Und da hat ein bisschen Wandel stattgefunden gegen Schluss. Mhm. Und im Vergleich dann, als ich in Berührung kam mit den einzelnen Champions und die gecoacht habe, da hat man gemerkt, die haben sich informiert, die haben vielleicht das eine oder andere Video gesehen oder gelesen. Und ja, es war schon eindrücklich zu sehen. Ja. Aber gib uns noch einen sehr wichtigen Punkt, oder die Führung. Wenn die nicht dahinter steht, dann kannst du noch lange vom Elfenbeinturm in deinem Büro heruntersprechen. Schwierig, oder? Da etwas zu bewegen. Was sind da die Kniffs und Tricks? Oder was waren da die Elemente, die dazu geführt haben, dass vielleicht, das ist logisch, nicht alle haben darauf gewartet, denke ich jetzt mal, auch in eurer Führungscrew nicht, wie auch sonst wo nirgends. Nein, klar. Aber was hast du unternommen diesbezüglich? Wir
ja, wir sind immer wieder in die Gespräche gegangen und haben uns darauf verständigt, wo wollen wir gemeinsam hin. Und das ist etwas, was wir insgesamt in der Lilibet in der Strategieentwicklung immer wieder tun. Wir drehen die Runden mit den Führungskräften gemeinsam, um am Ende sagen zu können, wir haben ein gemeinsames Zielbild und wir einigen uns auch alle auf dieses Zielbild. Das haben wir mit dem Kommunikationskodex in Walz getan, wirklich mit 14, 15 Leuten und euch gemeinsam das so lange geschliffen, bis wir gesagt haben, jetzt können wir alle dahinter stehen. Sodass wir eigentlich nicht mehr den Punkt hatten, dass jemand sagt, na, ich bin grundsätzlich damit nicht einverstanden, das zu tun. Die Schwierigkeit ist häufig, wir sind auch dort durch eine intensive Zeit gegangen, Covid-Verfügbarkeitsprobleme für uns natürlich ein großes Thema, dass die Zeit der Führungskräfte einfach begrenzt ist und dass es dann eher so ein Allokieren von Ressourcen ist. Und das, da gebe ich dir recht, in den Schulungen ist natürlich, das stellt eine Führungskraft vor ein größeres Fragezeichen, wo ich die 2, 3, 4 Stunden für den Change-Prozess in der Woche raus. Und den Champions haben wir einfach die Freiheit gegeben, haben gesagt, okay, einen Teil des Pensums in der Abteilung reduziert ihr. Ihr habt Zeit, um dieses Change-Thema zu nehmen. Wir nehmen euch ein paar Kunden weg, ein paar Produktionsstunden weg, ein paar Aufgaben weg, damit ihr dort rangehen könnt. Und ich denke, dass die Führungskräfte auch dankbar waren, dass sie die Champions da waren und das gemeinsam gemacht haben. Aber das ist Teil unserer Kultur, zu sagen, wir einigen uns gemeinsam darauf. Ja. Und dann entsteht daraus auch die Verpflichtung, dass die Leute gemeinsam daran arbeiten. Und gut, manche starten etwas später ran. Für uns ist wichtig, dass wir sagen, okay, wir starten jetzt, dass alle auch anfangen loszurennen. Und der eine rennt etwas schneller, der andere etwas langsamer. Das Schöne, was wir den Leuten immer wieder erklären, der schneller rennt, ist schneller am Ziel und hat schneller die Früchte auch geerntet. Und ich glaube, der Erste, der dann dort steht und sagt, ich habe was geerntet, der strahlt auch was in den Rest der Organisation aus. Und wir sind mit dem Prozess auch heute noch nicht ganz durch. Ja, es gibt immer noch ein paar Ecken, wo wir schieben müssen und ein Stückchen laufen müssen. Aber ja, mittlerweile ist ein Sog entstanden. Jemand, der nicht mit rüber geht, nicht mit an der Kommunikation teilnimmt, der merkt einfach, dass er nicht mehr alle Leute erreicht. Und das ist schön, wenn das irgendwann mal kippt. Dann hat man einen Effekt, wo man sagen muss, okay, jetzt können wir es begleiten, jetzt können wir es in Bahnen halten, aber jetzt müssen wir nicht mehr von hinten schieben, damit es dort reinkommt. Kritische Punkt überschritten, das ist dann schön, oder? Aber bis man den überschritten hat, das ist ja eigentlich die große Kunst. Und es gibt ja verschiedene, sagen wir mal so, Punkte, die wir vielleicht, also in unserem Modell zumindest, die wir versuchen zu zelebrieren. Eines ist sicher dieser Verhaltenskodex, der da hinten hängt. Ich habe die größte Freude, ich ging hier nur durch die Büros und überall hängt der. Mega cool. Es ist natürlich nicht nur, dass der da hängt, das ist ja per se nicht unbedingt der Punkt, sondern dass man miteinander den schleift und macht und tut und dann aber auch immer wieder zelebriert. Aber das andere ist sicher auch dieser Change-Workshop, oder, wo man sich gemeinsam Gedanken macht, was unternehmen wir denn überhaupt, um kommunikativ, aber auch anderweitig vielleicht die Leute zu supporten. Vielleicht Saskia, was liegt dir da in diesem Change-Workshop? Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, vor allem das zu Beginn, also es gab da so eine kleine Vorbereitungsaufgabe und da gab es gewisse Führungskräfte, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die sehr gut vorbereitet waren und einige, die halt irgendwie die Zeit nicht gefunden haben oder sich da nicht wirklich reingedacht haben und das war dann schon schwierig, das irgendwie zu ebnen oder auf die gleiche Ebene zu heben und war schön, weil ich habe im Anschluss dann auch noch mit anderen geredet und das müssen wir unbedingt angehen und dann kamen dann die Gespräche auch noch zum Zug, die du erwähnt hast und das hat man nachher schon gespürt. Aber im Workshop selbst war es nicht von Anfang an reibungslos. Also wo ist das schon? Wo ist das schon so? Natürlich. Das ist ja ein Schritt, oder? In diesem. Was hast du, das ist ja immer, das finde ich noch wichtig, ein Change von außen zu pushen, ist ja unrealistisch. Wenn wir da, das ist ja unrealistisch. Wir versuchen nur zu orchestrieren, zu ermutigen und ein bisschen zu befeuern. Aber wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, da macht ihr eure Rolle etwas kleiner, als sie eigentlich ist. Ich glaube, wir von innen heraus hätten es auch nicht gekonnt. Ich denke, das ist dann wirklich Teamwork, was dort stattgefunden hat. Auf der einen Seite die Punkte intern zu besprechen, zu schieben, aber auf der anderen Seite auch die Workshops oder Werkstätten einfach zu machen und nicht nur zu sagen, wir schulen etwas, sondern wir trainieren es gemeinsam. Ja. Und der eine kommt etwas fitter zum Training, hat dann weniger Muskelkater nachher. Und der andere hat mehr Muskelkater nach der Trainingssession gehabt. Aber wenn der Trainer nicht vorne steht und sagt, okay, wir machen jetzt folgende Übung, dann macht man sie nicht. Als Hausaufgabe eignet sich das eigentlich nicht. Ja.
Und das haben wir in den Trainings auch immer wieder gemerkt. Und die Champions haben ja dann das Gleiche, was ihr mit uns gemacht habt, mit den Mitarbeitern gemacht. Wir haben es ja eine Stufe weiter dann nochmal gespielt. Ich glaube, es hat über 20 Sessions dann nochmal gegeben über die Champions. Und wir haben zu kleinen Themen auch immer wieder diese Trainings angeboten. Ne? Mhm. Ich denke, dass wir an die 100 Trainings gemacht haben mit den Leuten über die verschiedenen Gruppen, über die ganze Zeit. Und das haben wir noch nie für ein solches Projekt gemacht. Also es ist viel Zeit dort reingegangen. Wir sind immer davon überzeugt, dass die Zeit, die wir jetzt investiert haben, wir einfach über die besseren Tools doppelt und dreifach einsparen über die Jahre. Ja, das ist ein sehr schöner Satz, dass ich 100% unterschrieben habe. Eigentlich für ein lächerliches Büroproduktivitätstool, ne? Aber es braucht es. Ja. Es ist nötig. Ohne geht es nicht. Ja, es ist nötig, weil es doch viel Veränderung hat für die Leute. Ja, sehr spannend. Jochen, Ausblick. Jetzt seid ihr da dieses Momentum erreicht oder überschritten, diesen Berg überschritten. Jetzt ist es einfach, das am Laufen zu halten. What's next? Auf der einen Seite sehen wir, um dann nochmal anzuknüpfen, wie einfach es für uns geworden ist, neue Leute jetzt zu integrieren. Vor allem die Lernenden kommen von der Schule, haben Teams dort gelernt. Die kommen in eine bekannte Plattform rein. Ne? Ja. Die neuen Mitarbeiter, die zu uns kommen, kennen diese Plattform. Und die Anarbeitungszeiten sind einfach kürzer geworden, dadurch, dass wir das dort haben. Wir sind viel offener in der Kommunikation geworden. Das hat uns in vielen Stellen geholfen. Jetzt geht es für uns darum zu sagen, wo sind die nächsten Punkte. Wir haben das ganze Wissensmanagement noch auf einem externen Produkt, das nicht in der Teams-Welt ist, in der Microsoft-Welt ist. Das wird eines der nächsten Projekte, wo wir uns natürlich fragen, ist Viva ein Tool dafür, um das zu machen? Brauchen wir ein anderes Tool? Wir sind jetzt im Moment dabei, das die komplette HR-Software in die Microsoft-Welt zu bringen, auch mit Teams zu verknüpfen, dass Personalgespräche darüber stattfinden können, Stempelzeiten dort drüber gemacht werden können, Ferienmanagement, Anwesenheit, dass das alles über eine Verknüpfung mit dem Teams nachher läuft. Also auch da alles nach Möglichkeit in eine Plattform rein. Und wir werden Anfang nächsten Jahres das Thema E-Learning auch komplett in die Plattform integrieren und sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir gesagt haben, wir schreiben es in die Unternehmensstrategie rein. Wir wollen nach jeglicher Möglichkeit auf dieser Plattform alle Tools anknüpfen. Es sei denn, es gibt keine Alternative. In Spezialbereichen ist das sicherlich so. Aber unser Ökosystem soll da weiter reinwachsen, um einfach den Stress der verschiedenen Tools, den wir definitiv haben, und dieses Überhandnehmen von Informationen auf einem Level zu behalten, wo es dem Mitarbeiter einfach möglichst wenig Stress abverlangt, das auch zu konsumieren. Cool, spannend. Also wirklich strategische Plattform, die zu bevölkern, macht total Sinn. Lieber Jochen, liebe Saskia, vielen herzlichen Dank. Beeindruckend, was ihr gemacht habt, wirklich, auch von außen. Ich war ja nicht dabei, nur der Moderator, aber beeindruckend, wie ihr das gemacht habt. Coole Sache, viel Erfolg weiterhin auf diesem Weg. Vielen Dank für die Begleitung. Danke auch.